Das ist eine Dachbahn und da wollen wir uns den Kunststoff anschauen, ob der in Ordnung ist, ob der seine ursprüngliche Eigenschaft eigentlich hat über das Infrarotspektrometer. Und wir brauchen gar nicht so eine große Probe. Wir können dann ganz kleine Proben ausstanzen und die können wir hier auf einen Diamant auflegen. Wir fixieren die Probe und in dem Gerät wird jetzt ein Infrarotstrahl auf die Probe geleitet und das, was zurückkommt, wird eben detektiert und gibt das Spektrum. Wachs gibt ein anderes Spektrum als ein Diesel oder als ein Sonnenblumenöl. Und über diese Peaks kann man sehen, welche Substanz ist das oder welches Gemisch ist das. Durch die Analyse am Infrarotspektrometer kann ich eine Substanz identifizieren und ich kann auch sehen, wenn sich eine Substanz in einem Test ändert, dass sich das Spektrum verändert. Wir machen Bewitterungstests von Materialien. Kunststoffe ändern sich im UV zum Beispiel. Das sieht man auch am Dach, das sieht man überall. Kunststofffenster verändern sich, die Gießkanne im Garten. Ich kann, wenn ich eine Probe neu hier analysiere und die bewitterte Probe, kann ich sehen, wie verändert sich die Probe. Wo geht sie kaputt? Was geht im Molekül kaputt? Wenn ich weiß, wie ein Produkt kaputt geht, wann es kaputt geht, unter welchen Bedingungen, eine Abschätzung machen, wie lange wird es draußen auf dem Dach halten. Wir sprechen ja für Produktegarantien an den Kunden aus. So, und für diese Garantie müssen wir als Unternehmen, als Hersteller gerade stehen und müssen auch sicher sein, dass wir das einhalten mit den Produkten. Die Garantie ist sehr viel auch um Dauerhaftigkeit, um Beständigkeit. Und von daher machen wir natürlich Bewitterungstests, alle möglichen anderen Tests. Dort verändern sich Produkte, was wir nicht auf den ersten Blick sehen. Und das können wir eben über solche Untersuchungen rausbekommen.